Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Pro Dev Pro Online. Das heutige Deck kommt von Avenger und ist eine Kombination aus Magiebuch und Timaeus, beziehungsweise es ist ein Timaeus-Deck, das auf der Magiebuch-Engine arbeitet, um irgendwas machen zu können. Irgendetwas wäre natürlich erst einmal so etwas wie eine Starthand erforderlich. Ja, ich habe zum Beispiel die Magiebuch-Bibliothek des Halbmondes und kann sie aktivieren, das wäre doch mal ein Anfang. Das wäre auf jeden Fall ein Anfang. Also, wie läuft die jetzt? Ich muss 3 Magiebuch-Zauberkarten mit unterschiedlichen Namen von meinem Deck vorzeigen und mein Gegner wählt eine zufällige davon und gibt sie mir auf die Hand. Okay, hast du noch ein Magiebuch auf der Hand? Sogar noch 2. Dann nimmst du Meister, Geheimnisse... Und Sternhalle. Sternhalle? Ja, Sternhalle. Ich hätte Turm gesagt. Den habe ich schon. Dann Sternhalle. Ja, also Meister, Sternhalle und Geheimnisse. Ne, halt, Geheimnisse habe ich schon. Trotzdem. Okay. Und du, fick dich. Hat der es irgendwie eilig? Was hast du? Was soll ich haben? Was hast du bekommen? Achso, noch ein Geheimnisse. Jetzt mach erstmal Geheimnisse? Nee. Jetzt mache ich Geheimnisse. Achso. Dann suchst du dir einen Meister. Und dann mit dem Meister die Sternhalle, oder? Zum Beispiel. Oder nee, mit dem Meister suchst du dir irgendwas anderes, aber. Such dir mit Meister mal Weisheit. Ja, stimmt, Weisheit bringt uns gerade mehr. Weisheit. Dann aktivierst du noch den Turm. Und die Mäßigkeit natürlich auch noch aktivieren. Und die Mäßigkeit. Hohepriesterin? Ist nicht drin. Nee. Entweder dunkler Magier, dunkles Magiermädchen oder Sensenmann. Sensenmann. Ja. Der bufft sich schön. Gut. Ist doch mal eine solide Eröffnung. Ja. So. Der Zug war jetzt gerade minimal doof. Mhm. Dat Backrow. Ich hab immer noch Weisheit. Ja, und jetzt hast du erstmal den Turm. Mit dem du dir ganz gemütlich ein Geheimnis ins Deck zurückmischen kannst. Und somit effektiv die zweite Draw-Phase bekommst. Meister. Ja, weil Geheimnis habe ich schon auf der Hand. Ja. Jetzt habe ich Ewigkeit gezogen. Dann. Kannst du mal anfangen mit Geheimnisse. Damit könntest du dir jetzt wirklich eine Star Hall raussuchen. Richtig. Die ist. Da habe ich nicht drauf geklickt, möchte ich kurz anmerken. Wo drauf? Auf den hier. Ich hab auf den Pfeil zur Seite geklickt, aber das hat die Hitbox irgendwie anders gesehen. Hast du den jetzt genommen? Egal, machen wir es halt über einen Umweg. Geht auch. Oder auch nicht. Also da beschwere ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht drüber. Weil ich ja nämlich noch ein Magiebuch Magier der Prophezeiung auf der Hand, also von daher. Die Backrow und dann nichts zum Abwehren. Okay. Na, er hat sich überlegt, er hatte schon was, er hat sich überlegt, ob er agieren soll. Aber Alter, hier, das war ja mal nicht so. Und das ist jetzt auch nicht so. Soll ich mich vor Zauber- oder Fallenkarten schützen? Vor Fallen. Wieso hat er nicht auf den Feldzauber geschossen? Keine Ahnung. Okay, der wird in diesem Zug noch nicht gefährlich. Na gut, Alter, hier war zu erwarten.
Dass er jetzt D-Nap bekommen, das heißt D-Nap gezogen hat, war natürlich Hex. So. Du könntest jetzt Geheimnisse ins Deck zurückmischen, das brauchen wir nicht mehr. Mhm. Aber wir haben ja schon einen im Friedhof. MRT. Den könntest du einfach mal random abfeuern. Erstmal. Weisheit. Jetzt könntest du ein MRT abfeuern. Deswegen habe ich mir aufgehoben. Genau darauf habe ich gehofft, dass er darauf reinfällt. War so wichtig ist uns der Effekt nun auch wieder nicht. Wir haben da ja noch so ein Geheimnis inne. Nee, Ewigkeit habe ich. Aber du hast noch Meister. Die haben mich auf der Hand. Was hast du denn überhaupt noch auf der Hand? Ewigkeit, Timaeus und noch ein Sensenmann. Ach so, ich dachte, du hättest noch irgendwas zum Suchen auf der Hand. Nö, aber ich habe was zum Schaden drücken. Hilft auch. Weil er kann jetzt zwar eine Exis-Beschwörung machen, mit der aber nicht angreifen. Ich rechne einfach mal mit 101. Ja. Und vorher der Angriff. Also jetzt klaut er sich den nächsten Altair raus. Oder er hat schon einen. In dem Fall sollten wir uns eventuell beeilen. Könnte helfen. So oder so wird das Beeilen aber schwierig. Wir ziehen zwar jetzt gleich wieder zwei Karten, aber trotzdem wird das schwierig. Es könnte helfen, wenn ich irgendwie dunkler Magier oder dunkles Magier-Mädchen aufs Feld bekomme, weil ich habe nach wie vor Timaeus. Mhm. Also normal wäre jetzt 101. Oder auch nicht. Was hast du gezogen? Den nächsten Timaeus. Misch mal. Weisheit, würde eigentlich ungern Weisheit ins Deck zurückmischen. Ah, sehr schön. Was hast du jetzt? Was hast du zurückgemischt? Such dir Weisheit. Richtig. Oder erst Meister, dann Weisheit. Achso, zum Raussuchen meinst du? Ja, klar, dann nehme ich erstmal den Meister. Außer hätte es noch einen himmlischen Einfluss. Das war Nummer 3. Jetzt hat er keinen mehr. Mhm. Was war denn die zweite Karte, die du gezogen hast? Warte, wie viele Magiebücher habe ich im Friedhof? 1, 2, 3. Sind nur 3. Mist. Dann lasse ich das bleiben und mache einfach nur so. Okay. Aber ich habe ein bisschen Schiss vor dem Vega, den er gezogen hat. Mhm. Das könnte heißen, er hat den dritten Altair. Oder so hat der jetzt auf jeden Fall schon einiges verballert. Der hat schon alle drei Einflüsse rausgedonnert. Die er vor allem gezogen hat, alle drei, möchte ich kurz anmerken. Ja. Die hat er sich nicht irgendwie rausgesucht. Aber sonst wäre es ja auch zu einfach. Und dieser, und der Denep, den er gezogen hat, der das Ganze erst in Gang gebracht hat, war ja eh schon mega uncool. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das heißt, er geht jetzt auf irgendein Exis-Monster, was angreifen kann. Das erklärt, warum er sich kein Altair rausgesucht hat, weil er noch einen D-Nap hatte. Mhm. Ja, Excalibur ging jetzt zum Beispiel. Oder Paladynamo. Geht jetzt alles Mögliche. Es gibt im Prinzip kein Exis-Monster, was damit nicht fertig werden könnte. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber es gibt kaum Exis-Monster, die damit nicht fertig werden könnten. Ja, überleg nur noch, welches jetzt am sinnvollsten ist. Ja, wenn man so fragt, ist es eigentlich immer die 101. Weil die sich auch noch schützen kann vor einer Zerstörung. Sag ich doch. Aber gut, ich habe nur noch den Vorteil mit der doppelten Draw-Phase. So, also, was kriege ich? Oh, das ist schön. Du willst, glaube ich, das zweite Geheimnis zurückmischen, oder? Richtig. Ja. Die Sternhalle, na sieh mal an. Die kommt ja von. Eine Decke. Da kannst du jetzt ein bisschen was tun. Du hast jetzt alles auf der Hand. Fangen wir mal so an. Ja, ich habe erstmal den Mäßigkeit der Prophezeiung, mit der kann ich mir ein schwarzes Magiermädchen raussuchen und dann das Auge des Timaeus spielen. Das wäre doch mal ein Anfang, oder? Wäre ein Anfang, ja.
dann mache ich das mal. Außer jetzt kommt nochmal irgendein Ankotz. Hast du eine Weisheit? Nein. Warum hattest du jetzt keine Weisheit? Weil man dafür Glück bräuchte. Ich dachte, du hättest dir vorher eine rausgesucht. Du hast nichts mehr. Ich habe mich zu gut gemischt. Er hat auch den Einfluss aktiviert, falls du das vergessen haben solltest. Weil er ja alle drei Einflüsse haben musste. Weißt du noch? Was da war was. Du denn? Du musst jetzt doch irgendein Magiebuch gehabt haben. Ja, Ewigkeit. Ach, ewig. Das hättest du vorher auch nicht spielen können. Du hättest also die Mäßigkeit so oder so nicht aktivieren können, du Schlauberger. Doch, ich habe doch die Sternhalle aktiviert. Ich muss die Mäßigkeit in einem Zug spielen, indem ich bereits ein Magiebuch aktiviert habe. Ich muss das Magiebuch nicht unbedingt nach der Beschwörung der Mäßigkeit aktivieren. Aber da er sich so doof angestellt hat, finisht er uns in diesem Zug nicht mal. Jetzt finisht er uns sogar garantiert nicht mehr. Doch, er könnte uns finishen, aber... Wenn jetzt Charm gekommen wäre? Aber wir können auf jeden Fall keinen Kaubern mehr abkriegen, das ist schön. Er muss jetzt auf Delta Teros oder... Oder merken, dass er was verbockt hat. Er hätte uns echt so locker finishen können. Wie auch immer, bis gleich zur Deckbewertung. So, da sind wir wieder. Die Deckbewertung selbst wird jetzt relativ kurz ausfallen, weil Avenger bereits gesagt hat, dass das Deck relativ flüchtig zusammengestellt wurde und er uns primär um Verbesserungen bittet. Gibt's beim Main Deck gar nicht mal so viel. Das ist eigentlich recht gut gebalanced, von meinem Kartenglück mal abgesehen. Wobei, lieber die Priesterin als der Sensenmann. Weil dann hat man auch genug zum Verbannen, damit das Magiebuch der Ewigkeit eine Daseinsberechtigung hat. Ja. Ansonsten, einfach Leben, einfach Halbmond ist klasse. Und ja. Das passt so. Die hier durch die Priesterin ersetzen, das war's aber auch schon. Klar, es ist ein Timaeus-Deck, entsprechend kann man jetzt nicht darauf bauen, dass das Ding mega übelst sofort hurra die Kombos lostritt. Das Deck ist aber auch nicht auf Geschwindigkeit ausgelegt. Klar, man riskiert wie bei einem Monarchendeck hier ein paar Karten tot zu ziehen, aber das hält sich in Grenzen, da hier nicht sehr viele Monster drin sind. Beim Extra-Deck gibt's auch nicht so viel zu bemängeln, abgesehen von Königliches Gefängnis und Korridor der Qualen, die eventuell anderen, etwas besseren Karten weichen sollten. Aber er hat ja sowieso gesagt, dass er nicht gut ist im Side-Deck bauen und dass wir dazu grundsätzlich mal was sagen sollen. An sich haben wir das ja bereits in Wie baut man ein turnierfähiges Deck getan. Und da haben wir es für ein spezielles Deck mal gemacht. Richtig, deswegen gehen wir mal hier nochmal ein bisschen allgemeiner drauf ein. Es muss halt Karten sein, die möglichst viele Deck auskontern, das eigene aber nicht. Geistesetzung ist natürlich immer gut. Hier hat man keine einzige Fallenkarte, also königlicher Erlass. Super. Den würde ich sogar fast ins Main reinpacken. Nee, das ist ziemlich voll. Dann auch ein Erlass-Klatsch gegen Balancing. Da muss man sich genau überlegen, ob man das schon ins Main-Deck tun will. Ja, aber da man null, wenn man null Fallen hat, ist sowas immer ganz nett. Klar, kein Schattenheinsperrender, weil die mächtigsten Viecher sind finsternes Monster, deswegen ergibt der Schattenheinsperrende keinen Sinn, während der Lichteinsperrende natürlich eine super Wahl ist. Ich meine, überleg mal, wenn wir jetzt gerade den Erlass auf dem Feld gehabt hätten. Das wäre 3 Runden vorher vorbei gewesen. Ja, in diesem Fall wäre es jetzt besser gewesen. Aber man muss auch natürlich dazu sagen, dass ich ihn hätte ziehen müssen. Ja, aber trotzdem. Erlass, das bringt gegen so viele Decks was. Und wenn man gegen Lightspawn spielt, kann man ihn ja immer noch raushalten. Dann der Seelenentzug ist natürlich auch eine Klassikerkarte, wenn man selbst nicht viele Effekte im Friedhof hat, beziehungsweise gar keine. Und Maxi ist sowieso eine Standardkarte. Ja. Man hat meistens nur ein Monster auf dem Feld, weswegen das Kolosseum auch eine sehr gute Wahl ist. Aber wie Avenger auch würde ich es hier wahrscheinlich sogar wirklich nur in Side... wobei... Als Side-Deck-Karte finde ich das nicht so pralle, weil man muss sich ja überlegen, man hat das erst im zweiten Duell. Und, das würde ich, glaube ich, entweder mainen oder raus. Gut, ich sagte ja bereits, dass Königliches Gefängnis und Korridor der Qualen vielleicht nicht unbedingt die allerbeste Wahl ist. Die Frage ist, was nehmen wir stattdessen? Was zum Beispiel eine Idee wäre, wären Karten wie Abfangwelle oder dieses Existing-Variante davon. Wie ist das nochmal? Exist-Überbrückung genau. Und Königliches Gefängnis finde ich jetzt hier eine super Idee. Weil man selber beschwört ja nichts vom Friedhof, außer mit Leben.
Und Nix vom Friedhof zu beschwören hebelt so viele Decks aus. Na, so viele jetzt auch nicht. Weil... Doch. Nein. Welches Deck kommt bitte ohne Spezialbeschwörung vom Friedhof aus? Komplett ohne. Warte. Worauf? Darauf, dass du mir ein Beispiel nennst. Das... Achso, du hast ich warte gesagt. Ja. Achso, sorry. Bei mir kam nur das Warte an, dann dachte ich, worauf denn jetzt? Also? Es gibt kaum ein Thema, das vollkommen auf Spezialbeschwörung vom Friedhof verzichtet, aber es gibt nahezu kein Thema, das von der Spezialbeschwörung vom Friedhof vollkommen ausgehebelt wird, von den Satellanheitsmachen wieder abgesehen. Ja, aber es kann ultra vielen Decks ziemlich auf die Nerven gehen. Und das hilft halt schon. Also ich würde es auf jeden Fall spielen, wenn es einen selber nicht stört. Ich finde immer noch, da gibt's bessere Alternativen. Aha, nämlich? Die kamen bereits. Es gibt... Nahezu jeder hat Xyz-Monster. Na, und extrem häufig inzwischen wieder gesehen werden auch die Synchro-Monster, wo es die starken Themen dafür gibt. Und da würde ich mal sagen, sowohl die Abfangwelle als auch die Xyz-Überbrückung helfen einem deutlich öfter was als das königliche Gefängnis. Ja, okay. Gut. Ansonsten... Ja, also ich würde mal sagen, so wie das Deck aktuell aufgebaut ist, kriegt es 10 Punkte. Ja. Ja gut, die Xyz-Monster sind, würde ich mal sagen, eher provisorisch drin, weil man hat meistens eher nur ein Monster auf dem Feld. Und mal doch mehrere haben im Regelfall nicht dieselbe Stufe. Ja, aber... Dafür, dass es nur provisorisch ist, ist es auf jeden Fall sehr gut aufgebaut. Mhm. Und es ist halt auch mal eine Idee, Team Meos einzubringen, der eigentlich eine ziemlich coole Karte ist, aber so ein bisschen der Verwendungszweck fehlt. Ja. Aber Pluspunkt, dass er gemerkt hat, dass man mit Team Meos auch den dunklen Paladin beschwören kann. Das hat mich auch noch gefragt, wie warum zur Hölle das möglich ist. Weil das mit Timaeus als Fusionsbeschwörung behandelt wird und das ein Fusionsmonster ist, das mit dem dunklen Magier beschworen wird. So einfach. Ach, so steht ja da als Fusionsbeschwörung. Okay. Wäre es eine Spezialbeschwörung, dann würde es nicht gehen. Geht's aber. Ach so. Während andere Karten ja wirklich drin haben, muss mit der Zauberkarte Polymerisation beschworen werden, ne? Gibt's ja auch. Ja, gibt's auch solche Effekte, aber wir schweifen ab, die Folge hat eh schon ihre Limit erreicht, deswegen würde ich mal sagen, was war's von unserer Seite und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Let's go.